Zwei Geistliche kamen herbeigeeilt und begannen aus der Tischplatte die Blutstropfen herauszuschneiden. Später beantragte die Geistlichkeit einen Platz zum Bau einer heiligen Blutkapelle zur Erinnerung der Pilger an das große Blutwunder. Es ist Geschichte vom Heiligen Blut, Legende. Drei Spieler hier im Lustgarten zusammenkommen und kanöffelt haben. Und der eine soll ein Willisag sein, sind aber alles Söldner. Ja, und der verliert immer wieder den Willisag, den Schröter. Und wird so verrückt, dass er den Gotteslästerung betreibt und eben Schwert gegen den Himmel rührt. Jetzt haben wir mich gefragt, ob ich würde dazu ein Theater machen würde. Und da ich in Willisau aufgewachsen bin und auch als mein Schlammtöpfer da drin war und natürlich sehr noch mit der Atmosphäre von blutigen Geschichten aufgewachsen bin, ist mir klar geworden, ich muss mit meiner Geschichte umgehen, ich muss mit dieser Geschichte auch historisch umgehen, was ist das überhaupt? Und dann bin ich darauf gekommen, dass mir die Geschichte am besten erzählt in den Räumen, wo irgendwie etwas spürbar ist von dem, was drumherum alles auch dazu gehört. Das ist für mich nicht nur die drei Spieler am Tisch, sondern es ist auch die Frage, wie Kirche mit Blut umgegangen ist, der Limbus, wo die Todgeborenen hergeführt hat, oder die Aussagung der Mütter, die unrein sind, wenn sie geboren haben. Und das sind ja alles Lasten, die da bei mir umhängen, von früher noch, und das Bild vom katholischen Willen geprägt haben. Aus dem fernen Osten kam ein Esel in das Land, mit voller Kraft und schwer bepackt. Lauf, Esel, lauf! Mich selber hätte noch mehr auf interessieren, die Umgebung. Das heisst, da bin ich auch schon im zweiten Teil auf dem Schlosshügel. Das hat für mich damit zu tun, dass dort innen der Limbus war, also das Eisentor, wo auch Geschwister, die von mir reingerührt worden sind. Und dann habe ich irgendwie schon sehr früh immer an Dante gedacht, weil die Divina Commedia kommt ja eigentlich die Geschichte vor vom Limbus. Und ich habe ganz früh schon eine Vorstellung gehabt, ich möchte eigentlich ein Freilichttheater nicht aufmachen, eben um die armen Seelen herum. Und dann habe ich gemerkt, das muss man auch verbinden mit der Napfmythologie. Also muss man auch erzählen, was der Durst ist. Und wie der Durst ist ja auch so jemand, der ein Gefolge hat, ein wilder Herr. Und das ist natürlich heute ein bisschen heruntergekommen zu einer Fasnachtssujet und so. Aber eigentlich ist hinter einem eine dämonische Geschichte, etwas Heidnisches auch. Und darum gehen wir dann weiter in die Schlossschür, wo dann eine Weizenatmosphäre ist, wo man so wie in der Stubbete mit Musik und allen möglichen Szenen auch die ganz grusige Geschichte von diesen drinnen, wie das dort so hergegangen ist, verbindet mit auch lustigen Szenen aus dieser Gaukler- und Vagantenwelt und von dieser Zeit. Und am Schluss geht man eigentlich dann ins neueste Rab durch den Hügel. Ins Inferno, also Neustante, also in die Hölle, wo die drei Jahre schmoren. Und versuchen dort unsere Vorstellung ein verbinden mit dem, was das mittelalterliche Glaubensgebäude gemeint hat mit Himmel und Hölle. Das sind alles meine Bilder, die ich mittrage, seitdem ich hier aufgewachsen bin, in diesem Napfgebiet. Und jetzt versuche ich einfach mal das Theater mit diesen Bildern zu machen. Und dann hoffe ich einfach, dass die Leute diesen Bildern folgen und verstehen, was ich hinter ihnen meine. Es geht gar nicht um zu sagen, es ist ich habe da recht oder nicht recht, sondern es geht wirklich um eine Vielfalt von einer Kulturlandschaft, die halt auch viel mit dem Katholizismus, aber auch mit Sagenwelt und vor allem halt eben mit deren Affenmythologie zu tun hat.